36, 40, 45, 48. Hat gut gepasst. So. Schauen wir mal. Mal nicht, dass es nicht aufgeht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Ist natürlich auch wieder sehr schön, dass man hier auch wieder das Gelände gut angreifen darf. In dem Hügel. Aber höher nicht, weil hier wieder so ein riesiges Loch dran. Boah, das wird echt interessant. Das wäre so ein richtiger Vorpark eigentlich dann. Ich würde eigentlich gar nicht zu einer Burg kommen, sondern vielmehr zu einem Schloss. Boah, ich glaube, das geht sich mit 6 Feldern ziemlich knapp, aber es müsste sich ausgehen. Das wäre natürlich ultimativ cool, wenn das hinhaut. Ich muss aber erstmal hier die ganzen Sachen stellen. Das ganze Stellvertreterholz. Hier 3 Kobbel rein hier. Die Platzhalle für den Weg. 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11. Boah, ich glaube, das müsste echt gehen. Also wenn das hinhaut, das wäre so cool. Wow, es geht. Es geht halt einfach. Nur auf der Seite wird es dann lustig mit dem der Landschaft anpassen. Wie lang ist es dann eigentlich? Das wären 6 mal 24 plus 12. Okay, davon habe ich einen leichten Fail gemacht. Das Ganze wird mal 2 länger. Ne, bis 15 wird das dann. Das sind Schon was für eine Ebene da unten ist. Mal gucken. 60, also 5 tiefer als der Ozean selber ist. Ja, da
das wird noch mal lustig. Das wird noch mal lustig werden. Aber nicht sehr tragisch. Das sollte man hinkriegen. Was war das denn? So. Alles klar. Gut. Lösch auf. Das wird sehr spaßig, dieses Feld zu bauen. Felder sind soweit das auch gereicht. Ohne Witz, es wird dann. Nop. Gott, will man überhaupt den Anfang hier hinten sehen? Das wird schön bis zum Horizont gehen, glaube ich. Gute Güte. Haha. Na, das wird lustig. Warum lässt du noch zu steuern? Ich glaube, da muss ich mir ein Steuerhaus mitten reinsetzen oder so ähnlich. Von denen das irgendwie sinnvoll geht. Und das ist das ja nicht mehr steuerbar. Also von dieser Seite wird es alleine schwierig. Vielleicht soll ich doch nicht 12 nehmen. 12 sind so nur 10 oder so. Ach egal. Keine halben Sachen. Das wird voll gebaut jetzt. Das beschließe ich jetzt. Ich werde mich sehr hassen dafür. Wie gesagt, ein Stück weit ist ja eh schon fertig. Das ist das Wichtigste. Es muss nur ein bisschen. Ich muss wieder ein bisschen mehr in die Mitte rutschen mit der Kamera. Immer ein kleines Stückchen, kleine Erfolge sind auch Erfolge. Das passt dann. Damit hat man jetzt auch wenigstens eine coole Ebene für den Weg dann. Oder, oh nö, ich glaube, ich mache was viel cooleres. Ich glaube, die Fortbewegung hier wird mit einem Kanal bestehen. Im Konstrukt selber. Das ist natürlich mega cool, wenn man so ein Meer halt vom Ozean. Hoffe, 65. Das wird man sehen. Ich könnte jetzt. Ah ne, ich schreibe das nichts auf. Das sehen wir dann alles später, wie das dann aussieht. So, wo ist die Steinkiste? Wo ist die Steinkiste? Oh Gott, die ist ja auch schon wieder fast voll. Hier ist unsere Steinkiste ist voll. Was heißt, da brauchen wir Kisten? So. Was habe ich eigentlich oben ein Lager, wenn ich es nicht benutze? Das ist eine, glaube ich, Frage mit gut Daseinsberechtigung aktuell. So, jetzt erstmal nur das Zeug gemacht. Schnell. Und zwar halbe. So, Spitzhacken auf dahin, wo Spitzhacken hingehören. Die 8 Schaufeln.
Haben wir das schon? Ah ne, es kommt erst noch. Wolle kommt hier wieder mit rein. Fackeln halten wir mal. So. Denn jetzt dann kriegen wir das ganze Bauprinzip ungemein jetzt nicht jede Ebene für sich. Dann hier zwei. Oh, tatsächlich. Ey, das ist ja eine sehr gute Ausrede. Allerdings bräuchte ich dafür erst wieder ein paar Grundmaterialien, damit ich das machen kann. Das kann wieder rein. Also der kann eigentlich jetzt vom Grund auf immer so runtergehen. So, Block. Und Block. Immer nach vorne arbeiten. Bin gespannt, wie gut dieses Konzept sich umsetzen lässt, aber ja, denke ich bestimmt eine Überlegung wert dazu zu machen. So. Dann machen wir alles auch wieder so machen, dann geht das. Wow, also das wird echt, das wird noch lustig hier alles. Dann könnte ich eigentlich auch direkt auf der Gegenseite auch gleichzeitig wieder den Gegenanstieg beginnen. Allerdings ist da dann die Frage, ob wir auf der Gegenseite, ob wir das symmetrisch alles machen. Oder ob wir eventuell bisschen auf Symmetrie verzichten, auf der anderen Seite etwas höher gehen. Das muss man halt dann abwägen, wie der Berg da ist. Das kann ich jetzt aktuell schlecht sehen. Da müsste ich auf der anderen Seite halt erstmal hoch. Das hängt noch viel von der gegenüberliegenden Seite ab. Pass auf mal, der Seite, wo ich halt aktuell immer gearbeitet habe, vom Feld, da kann ich auf jeden Fall bis vor zum Ozean gehen, wie es auf der Seite aussieht mit den ganzen Bergen, kann ich eher noch nicht so wirklich sagen, momentan. Also wirklich nicht. Kann man natürlich nicht viel Mühe einbringen, aber ob das dann so schön aussieht, ist eine andere Frage. An sich möchte ich ja schon diesen Trichter haben, der möglicherweise auf beiden Seiten einigermaßen gleich hoch rauf geht, wo er dann durchläuft. Und auf der Seite da vorne. Und dann kann man auch gerne einen Weg oben entlang laufen. Auf der anderen Seite kann ich einfach auch probieren, es möglichst, weil da drüben ist ja eigentlich eine durchgehende Bergkette, die zwar nicht ganz durchgehend dieselbe Höhe hat, aber zumindest im Ansatz, dass ich mit dem